Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg. Heute muss es sehr schnell gehen bei uns, aber nicht mit unserer Sendung, sondern mit unserem heutigen Thema, denn wir sprechen über Schlaganfälle und da ist es einfach ganz wichtig, dass man keine Zeit verliert. Wir wollen auch heute wissen, welche Ursachen gibt es für einen Schlaganfall, welche Behandlungsmethoden und wie sollen eben Betroffene und Angehörige reagieren, wenn es einen Verdacht auf einen Schlaganfall gibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres TVA Gesundheitsforums und herzlich willkommen Professor Hendrik Pehls. Er ist der Chefarzt der Klinik für Neurologie am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Und herzlich willkommen Dr. Felix Rockmann. Er ist der Chefarzt des Notfallzentrums am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Grüß Gott. Herr Dr. Rockmann, man möchte vielleicht immer glauben, so als Laie, ja, das kriege ich doch sofort mit, wenn ich einen Schlaganfall habe. Oder meine Angehörigen, meine Frau, die werden das vielleicht sofort merken, ist aber nicht immer selbstverständlich. Ich sage mal, in welchen Situationen kann denn so ein Schlaganfall auftreten und wie merken das die Betroffenen? Die Situationen sind eigentlich wenig vorhersehbar. Das Entscheidende ist, dass man bestimmte Symptome einfach ernst nimmt. Wenn man einen Arm auf einmal nicht mehr bewegen kann, ein Gesichtsteil entgleitet oder der Mensch nicht mehr gehen kann, dann ist es nicht etwas, worauf man wartet bis zum nächsten Tag, ob es von alleine wieder weggeht, sondern dann ist dringende Hilfe geboten und dann sollte der Patient am besten mit einem Notarzt versorgt ins Notfallzentrum gebracht werden. Herr Professor Pehls, das sind so die ganz deutlichen Anzeichen. Es kann auch noch ein bisschen subtiler sein. Und man muss auch wissen, es gibt zwei Arten von Schlaganfällen. Unterscheiden sich die dann in den Symptomen oder sind die ähnlich? Das ist eine wichtige Frage. Es ist so, dass vom Schlaganfall gesprochen wird und in aller Regel meint man die regionale Hirndurchblutungsstörung. Das heißt, ein Gefäß ist verstopft, das davon abhängige Hirnareal wird nicht mehr mit Blut versorgt und dadurch kommt es dann zu entsprechenden Ausfällen, wie von Herrn Rockmann gerade geschildert, die ganz, ganz unterschiedlich sein können, je nachdem, wo im Gehirn diese Durchblutungsstörung stattfindet. Und davon zu unterscheiden, und das ist für uns extrem wichtig, gerade bei der Erstdiagnose, sind die Hirnblutungen. Dort kommt es zu einem lokalen Gefäßeinriss. Es blutet in das Hirngewebe hinein. Die Folgen sind genau die gleichen, aber die Behandlung ist natürlich eine grundsätzlich andere. Und das gilt es zu differenzieren. Das gelingt nicht rein klinisch in der ersten Situation, sondern vielleicht kommen wir später noch drauf, da ist die Radiologie dann von großer Bedeutung zu differenzieren. Ist es nun eine regionale Durchblutungsstörung durch Minderdurchblutung oder ist es eine Einblutung? Das werden wir uns nachher noch genauer anschauen und man kann das eigentlich heute in dem Zusammenhang mit unserem Thema gar nicht oft genug sagen. Wenn irgendwie der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht, dann eben möglichst schnell direkt ins Krankenhaus, nicht erst zum Hausarzt, nicht erst abwarten. Und wie das dann in der Notaufnahme abläuft, das schauen wir uns jetzt in unserem ersten Filmbeitrag an. Ein Patient ist mit seinen Angehörigen in die Notaufnahme des Krankenhauses Barmherzige Brüder gekommen. Zu Hause konnte er plötzlich den rechten Arm nicht mehr bewegen und er spricht auch nicht mehr mit seiner Familie. Den ersten Kontakt hat der Patient mit einer Pflegekraft aus der Notaufnahme. Sehr schnell besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren. Deshalb wird sofort eine Neurologin verständigt. Sie untersucht den Patienten noch in der Notaufnahme. Hallo Martina, Verdacht auf Schlaganfall. Was ist denn los? Der ist aufgestanden mit einer Hemi rechts. Aha. Können Sie mal beide Augen noch mal schließen? Richtig fest zukneifen. Richtig fest. Augen wieder aufmachen. Können Sie mal die Hände nach oben nehmen? Richtig schön nach oben halten, halten, halten. Okay.
mal eine feste Faust machen, richtig feste Faust machen. Hm? Also links ist der Faustschluss kräftig, rechts nicht. Ihr sinkt ab im Armhalteversuch auf der rechten Seite. Mal die Beine nach oben. Der Verdacht erhärtet sich. Ein Gerinnungscheck des Blutes gibt Aufschluss, ob der Patient zur weiteren Behandlung blutverdünnende Medikamente bekommen kann. Die nächste wichtige Station für die Betroffenen ist die Untersuchung im CT. Seit Eintreffen des Patienten sind noch keine 15 Minuten vergangen. Je weniger Zeit bis zur Behandlung, desto besser. Noch in der Notaufnahme kommt das Team aus Notärzten, Neurologen und Radiologen zusammen, um die Aufnahmen zu beurteilen und das weitere Vorgehen festzulegen. Das ist so wichtig, weil ein Verfahren alleine zum einen häufig nicht das erwünschte Ziel bringt und zum anderen ist das etwas, was ganz zeitkritisch erfolgen muss, denn wir wissen, dass in jeder Minute, die wir verlieren, Nervenzellen, Hirngewebe unwiederbringlich zugrunde geht. Das heißt, die Zeit, bis die Therapie eingeleitet wird, muss so kurz wie irgend möglich sein. Zum einen, was den Weg bis zu uns ins Krankenhaus angeht, aber dann eben auch bei uns. Der Patient hat einen Gefäßverschluss im Gehirn, der sowohl mit Medikamenten aufgelöst werden muss, aber auch mit einem Katheter entfernt werden soll. Dieser Eingriff geschieht in Vollnarkose. Das Notaufnahmeteam ist deshalb immer noch eng eingebunden und bereitet den Patienten nebenan im Schockraum vor. Ein Team von der Intensivstation kommt mit dazu und wir legen den Patienten sozusagen in Narkose. Das heißt, er wird von all den weiteren Prozeduren primär nichts mitbekommen. Das ist gut für den Patienten, weil er die Prozedur schmerzfrei durchlebt und gut für den Untersucher, der einen sehr kontrollierten Patienten, der sich nicht bewegt, auf seinem Untersuchungstisch hat. Ja, also da geht alles Hand in Hand, Herr Dr. Rockmann. Das haben wir jetzt im Film nicht mehr gesehen, aber der Patient kommt dann in die sogenannte Angiografie, wo man eben mit dem Katheter den Verschluss mal entfernen kann. Warum ist es so wichtig, dass da auch in der Notaufnahme das ganze Team, dass da alle so eingespielt sind? Wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist der Zeitfaktor ganz entscheidend. Sie sehen, es sind ganz viele Menschen an der Behandlung beteiligt. Und wir sehen uns als Bindeglied zwischen diesen einzelnen Abteilungen, zwischen der Neurologie und der Radiologie auf der anderen Seite und auch die Intensivmedizin, der eine Rolle spielt. Und damit jedes Rädchen möglichst reibungslos ineinander greift, dazu sind wir da, um Patienten, die vielleicht auch manchmal nicht ganz so offensichtlich wie der jetzt gerade im Film an einem Schlaganfall leiden, möglichst rasch und zielgerichtet auch dann den Spezialisten der Neurologie zuzuführen. Dann darf ich mich bei Ihnen an der Stelle schon mal verabschieden. Ich sage danke, dass Sie bei uns waren. Und wir sprechen dann gleich weiter, schauen noch, welche Behandlungsmethoden gibt es und was passiert denn mit den Patienten so unmittelbar nach der ersten Notfallversorgung. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir sprechen heute über das Thema Schlaganfälle im TVA Gesundheitsforum. Und jetzt ist noch zu uns gekommen Professor Nils Zorger. Er ist der Chefarzt des Instituts für Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin. Herr Professor Zorger, herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Lindner. Professor Pelz, wir waren vorher schon in der Notaufnahme. Wir haben aber noch gar nicht gesprochen über so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Menschen bekommen denn im Schnitt einen Schlaganfall in Deutschland? Und gibt es da vielleicht auch so ein kritisches Alter, wo man dann häufiger davon betroffen ist? Ja, es ist in der Tat eine extrem häufige Erkrankung mit schwerwiegenden Folgen. Über eine Viertelmillion Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Und das kann grundsätzlich jedes Lebensalter betreffen. Es gibt selbst Kinder, Jugendliche, die einen Schlaganfall erleiden. Aber die meisten Schlaganfälle finden dann aufgrund der bekannten Risikofaktoren, die ja auch für Herz- und Hirngefäßerkrankungen zutreffen, im höheren Lebensalter statt. Jetzt haben wir auch schon gesehen vorher, es ist da ein ganzes Team beteiligt, wenn es um die Entscheidung geht, eben wie wird der Patient behandelt, wenn er in der Notaufnahme ist. Da kommt es auch darauf an, welches Gefäß verschlossen ist. Ich sage mal, wann kann denn der Radiologe mit so einem Katheter, wie wir das gleich noch sehen werden, tatsächlich versuchen, diesen Gefäßverschluss wieder zu entfernen? Ja, diese Technik ist nicht bei jedem Patienten sinnreich und auch nicht segensbringend. Aber bei Patienten, wo das Zeitfenster sehr kurz ist, das heißt Patienten, die sehr schnell nach den Symptomen zu uns kommen, die aber nur einen ganz kleinen Schaden erst im Gehirn nachweisbar ist,
und bei denen ein großes Gefäß verschlossen ist. Das sind Patienten, die profitieren von dieser Kathetertherapie. Wir haben da auch Grafiken von Ihnen bekommen. Vielleicht können Sie da noch so ein bisschen erläutern, was ist da letzten Endes gestört dann im Gehirn? Das ist mal so ein Computertomogramm. Das ist diese Technik, die wir auch in diesem Einspielerfilm gesehen haben. Man sieht auf diesem Bild jetzt zum Beispiel keine Blutung. Man erkennt nur ganz gering so eine ganz dunkle Stelle, dass man nur als Fachmann überhaupt sehen kann. Das heißt, der Patient, der schon Symptome hatte, wie eine Lähmungserscheinung und auch Sprachstörung zu dem Zeitpunkt, hat eigentlich in dem CT noch gar keine großen Schäden zu sehen. Dann brauchen wir mal das nächste Bild. Es gibt eine ganz tolle Technik, ein sogenanntes Perfusions-CT. Da geben wir dem Patienten Kontrastmittel, spritzen das und wir können erkennen, wie die Durchblutung des Gehirns ist. Und das kann man farblich darstellen. Das kann man auch als Laie erkennen, dass hier so ein rot markiertes Areal sich nicht darstellt. Und das ist ein potenzielles Areal, was zu einem großen Infarkt bei diesen Patienten führen kann. Was wir noch machen können mit dem Kontrastmittel, das sehen wir auf dem nächsten Bild, wir können auch die Gefäße an sich darstellen. Und das sieht man hier sehr schön. Auf der rechten Seite sieht man hier noch die Aufzweigung der Gefäße, während man auf dieser Seite hier diese Gefäße nicht mehr sieht. Und das ist so ein großer Verschluss von so einem Gefäß. Und das sind natürlich die Patienten, die, wenn die im richtigen Zeitfenster kommen, auch von dieser Kathetertherapie profitieren. Und wie das abläuft, diese Kathetertherapie, das hat uns Dr. Peter Niederle erklärt. Er ist leitender Arzt in der Neuroradiologie und zeigt uns jetzt mal dieses Verfahren. Bei Schlaganfällen, die mit einem großen Gefäßverschluss verbunden sind, sprich die hauptversorgende Schlagader einer Hirnhälfte oder ein großes Gefäß im Gehirn, werden in der Regel heutzutage mit medikamentöser Auflösung, aber auch zusätzlich mit mechanischer Rekanalisierung, das heißt mit Wiederöffnung des Gefäßes mit Kathetern behandelt. Auch Patienten, die durch medikamentöse Lyse nicht zu behandeln sind, können durch die sogenannte mechanische Rekanalisierung behandelt werden. Der Eingriff der mechanischen Rekanalisierung beim Schlaganfall findet in der Regel in Vollnarkose statt, über einen Zugang mittels eines dünnen Plastikkatheters in der Leiste, wird dann ein noch dünnerer Katheter bis in die Halsschlagader vorgeschoben. Mit unserer 2-Ebenen-Angiografieanlage haben wir die Möglichkeit, während der Untersuchung gleichzeitig die entsprechende Gehirnregion von vorne und von der Seite durchleuchten zu können und haben somit eine hohe Sicherheit, bei den Manövern mit Mikrodrähten und Kathetern die Gefäße nicht zu verletzen. Wir sehen in unserem Beispiel die mittelgroßen Katheter bereits in der rechten Hirnschlagader liegen, hier im Bereich der Schädelbasis mit der Spitze. Schwarz dargestellt der durchströmte Gefäßanteil durch das Röntgenkontrastmittel. Und hier sehen wir die Kontrastaussparung, eine kleine Kuppel und dann im Bereich der rechten Gehirnhälfte fast keine Gefäße durch den Gefäßverschluss im Bereich der rechten Hirnschlagader. Wenn der Katheter in der Halsschlagader platziert ist, führen wir einen sehr dünnen, sogenannten Mikrokatheter, über diesen bis in die Hirnschlagadern vor und passieren damit den Verschluss des Gefäßes im Bereich des Kopfes. Wenn wir mit dem Mikrokatheter das verschließende Blutgerinnsel im Gefäß passiert haben, wird ein sogenannter Stent, ein kleines Metallgittergeflecht, über diesen Mikrokatheter vorgeschoben. Und wir versuchen dann, das Blutgerinnsel mit diesem Stent einzufangen. Wenn wir dann mit dem Stent wie mit einem Netz das Blutgerinnsel entfernt haben, sieht man, dass alle Gefäße im Bereich der rechten Gehirnhälfte bis weit in die Peripherie wieder kontrastiert sind. Hier das Bild von vorne auf dem Patienten gesehen und hier von der Seite. Man sieht bis weit peripher alle Gefäße wieder offen. Ja, für den Laien ist es immer faszinierend, was man da machen kann. Wir haben jetzt auch mal noch ein Bild vorbereitet von so einem Verschluss, Herr Zorger. Ich dachte immer, das sind vielleicht so kleine, steinchenartige Verschlüsse. Aber wie sieht es denn tatsächlich in der Praxis oft aus? Ja, man sieht es auf dem Bild, es wirkt so ein bisschen wie Himbeergelee und hat auch tatsächlich die gleiche Konsistenz. Also oft sind es eher so weiches Material, was man dann so galertartig herausziehen kann.
Und Sie sehen es auf dem Bild, es ist bestimmt ein Blutgerinnsel, was bestimmt 2 bis 3 Zentimeter lang ist. Also es ist schon ein ganz langer Verschluss, der hier vorliegt. Ja. Und ist auch, glaube ich, so, Herr Professor Pelz, die verschließen die Gefäße nicht komplett teilweise. Darum hat man auch so ein bisschen länger Zeit, so einen Verschluss dann zu entfernen und die Patienten noch zu behandeln. Also es ist schon so, dass ein Teil dieser Gerinnsel die Blutgefäße komplett verschließt, aber es gibt kollateralen Umgehungskreisläufe, die das Hirngewebe dann teilweise noch erhalten für eine gewisse Zeit. Und dann gilt es halt eben, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen und mit der Behandlung spätestens dann zu beginnen, bevor das Hirngewebe irreversibel geschädigt ist, das heißt zugrunde geht. Und wie kommt es jetzt zu so einem Thrombus, zu so einem Gefäßverschluss, wie wir den gerade gesehen haben? Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Häufig entstehen die Gerinnsel im Herzen. Und zwar gibt es eine sehr häufige Herzrhythmusstörung, das sogenannte Vorhofflimmern. Fürs Herz nicht gefährlich, vom Patienten häufig unbemerkt. Aber das führt dazu, dass sich im linken Vorhof Gerinnsel bilden können und diese Gerinnsel dann halt eben ausgeschwemmt werden in die Hirnarterien, dort zu einem Verschluss und dann zu den entsprechenden Ausfällen führen. Ja, wie geht's dann weiter für den Patienten, wenn er vielleicht tatsächlich behandelt werden konnte mit einem Katheter, so ein Verschluss entfernt werden konnte? Welche Alternative gibt es dann noch zu diesem Verfahren? Darüber sprechen wir gleich im dritten Teil. Schlaganfälle sind heute unser Thema im TVA Gesundheitsforum. Wir haben schon jede Menge gesehen. Herr Professor Zorger, man muss aber auch sagen, also so eine Behandlung gleich vielleicht ab der Notaufnahme, dann die Neuroradiologie kommt dazu, das geht eigentlich nur in großen Häusern, die sich auch auf sowas spezialisiert haben. Ganz klar, Sie haben schon gehört, dass vor allem die Zeit eine große Rolle spielt. Und nur wenn alle Ärzte auch vor Ort sind und vor allem auch außerhalb der Dienstzeiten vor Ort sind, dann funktioniert es so, wie berichtet worden ist. Es ist so, dass gerade die Schlaganfälle überwiegend in den Abendstunden oder auch nachts und morgens kommen, also auch außerhalb der normalen Arbeitszeit. Und dann ist es wichtig, dass Sie auch Ärzte zur Verfügung haben, die diese Technik beherrschen. Denn die ist noch gar nicht so alt, diese Technik. Genau, die Technik gibt es ja seit wenigen Jahren und es gibt noch gar nicht genug Ärzte in Bayern, die diese Technik beherrschen. Und wir haben bei uns wirklich die Besonderheit bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg, dass wir 3 Ärzte haben, die rund um die Uhr diese Technik auch anbieten können. Mhm. Herr Pelz, wenn jetzt die Kathetertechnik an ihre Grenzen stößt, dann gibt es noch 2 sogenannte Lyseverfahren. Was hat es damit auf sich? Ja, das eine Lyseverfahren ist eben die sogenannte mechanische Rekanalisation. Das ist genau das, was Professor Zorger eben gezeigt hat und was man im Film gut sehen konnte. Und das ist natürlich eine sehr innovative, tolle Therapie und in einem Teil der Patienten anzuwenden und da auch extrem segensreich. Viel mehr Patienten kommen aber für eine sogenannte systemische Lysetherapie in Frage. Das heißt, das sind Patienten, die keinen großen Gefäßverschluss haben und bei denen aber dennoch in einem bestimmten Zeitfenster, das ist als Zeitfenster 4,5 Stunden nach Beginn der Symptomatik definiert, ihre Beschwerden bekommen, behandelt werden können, eben mit einem Medikament, was ein gerinnungsaktives Medikament ist, was das Blut verdünnt, wenn Sie so wollen, und Gerinnsel aufzulösen vermag. Das gilt aber eher für kleine Gerinnsel und diese größeren Gerinnsel, längerstreckige Gefäße verschließend, sprechen darauf häufig nicht an, sodass man dann die Kombination aus beiden wählt. Zunächst wird systemisch behandelt, das heißt mit diesem Medikament und dann halt eben mit dem mechanischen Verfahren versucht, das Gerinnsel zu entfernen. Und das Gefäß wieder zu öffnen. Ja, alle diese Techniken, die zielen eben darauf ab, möglichst schnell diesen Gefäßverschluss wieder zu beseitigen. Und wenn das funktioniert innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, dann haben die Patienten auch gute Chancen, dass sie hinterher vielleicht nicht so stark beeinträchtigt sind. Wir haben mal eine junge Patientin getroffen, der es schon wieder ganz gut geht nach ihrem Schlaganfall. Das war ungefähr eine halbe Jahr. Und an dem Abend bin ich runtergegangen, weil meine Schwester im Kämmer ist und wollte mich abholen zum Turnen. Und ja, dann bin ich aufgegangen mit ihr und habe ihr die Klar gegeben. Und dann merke ich schon, dass mir der Arm kribbelt und dass ich halt nicht mehr so gut reden kann. Und ja, dann habe ich mich umgelegt ins Wohnzimmer. Und dann hat der Christian schon gesagt, also, da müssen wir sofort ins Krankenhaus. Ja, dann sind wir eben ins Krankenhaus gefahren.
haben die Untersuchungen gemacht und ich glaube, dass ich da gar kein Ergebnis mehr gekriegt habe am Abend. Und am anderen Tag in der Früh habe ich den Schlaganfall gehabt. Aber das weiß ich alles eigentlich nicht mehr. Also ich war zwar ein bisschen wach, wo es mich im Hubschrauber von Straubing nach Rengsburg geflogen haben, aber da war ich eigentlich auch gleich wieder weg danach. Wehen habe ich ganz schwer können, also gleich nach dem Schlaganfall, das ist dann wieder geworden. Also ich habe am Anfang eigentlich gar nicht reden können. Gut, ich war halbseitig gelähmt und habe auch nicht so gut mit der Hand eben schreiben können oder irgendwas machen können. Und gehen habe ich am Anfang auch nicht können. Und ja, also mit den Händen ist eigentlich schon noch ein bisschen ein Problem und mit dem Fuß auch, was man der Fuß selber ein bisschen zurückzieht. Aber das ist jetzt auch schon besser geworden, weil ich in Physio gehe. Und das mit der Schrift, das muss ich einfach üben. Ja, das war natürlich eine Patientin, wo alles extrem gut miteinander harmoniert hat, das sehr gut verlaufen ist. Herr Professor Pehls, nach der akuten Behandlung kommen die Patienten dann auf die sogenannte Stroke Unit und es geht ja oft auch schon mal darum, dann vielleicht erneute Schlaganfälle später zu vermeiden. Genau, das sind zwei wesentlichen Aufgaben der Stroke Unit, dieser Spezialstation für Schlaganfallpatienten. Zum einen Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur zu überwachen, denn wir wissen, dass all das Faktoren sind, die einen erheblichen Einfluss auf das Outcome der Patienten haben. Das heißt, je besser das kontrolliert und behandelt wird, desto besser geht es den Patienten hinterher mit einem Schlaganfall. Und zum Zweiten die Ursache des Schlaganfalls zu identifizieren, um dann halt eben auch sekundärprophylaktisch Maßnahmen ergreifen zu können, damit es erst gar nicht zu einem neuen Schlaganfall kommt. Ein spannendes Thema, wo wir noch viel, viel länger reden könnten. Aber ich danke Ihnen beiden, dass Sie heute gekommen sind und so viel erzählt haben. Und ich denke, liebe Zuschauer, wir haben das ganz gut klar machen können. Wenn irgendwie der Verdacht besteht auf einen Schlaganfall, dann warten Sie nicht ab, sondern scheuen Sie sich nicht, rufen Sie den Notarzt an oder fahren Sie ins Krankenhaus. Ich verabschiede mich jedenfalls für heute und sage auf Wiederschauen bis zur nächsten Ausgabe. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg.